Unsere nächsten Gäste, die kämpfen auch gegen Homophobie und gegen Diskriminierung, und zwar musikalisch. Ihr Titel lautet Shut Up Haters, das sagt eigentlich schon alles, und wendet sich gegen Small-Minded Hypocrites, wie sie selbst sagen. Sie können jetzt aufstehen und mit ihren Asses shaken, wie sie wollen. Genug der Anglizismen, denn die Band, die jetzt hier auf der Bühne ist, die kommt aus Wien. Ich freue mich sehr auf Popsch. Neulich hat Jochen Schropp den Rosenball in Wien moderiert und dabei bestimmt diese Truppe kennengelernt. Popsch. Elektropop zum Mitsingen, ein bisschen 80s in einer Mischung aus Kim Wilde und Peaches, wie sie sich selbst beschreiben. Und mit Texten gegen die schon zitierten Small-Minded Hypocrites da draußen in Österreich und anderswo. Jubilators, shit invaders, you promoters of violence. Shut up, AFA, IOC, moral teachers, hate preachers. Jubilators, shit invaders, you promoters of violence. Shut up, haters, thugs, infiltrators. Have you ever asked us what they think about your love life? Shut up, haters, thugs, infiltrators. Have you ever asked us what they think about your love life? You small-minded hypocrites, they repressors. You better shut up, you Bushidos, you Le Pens, hey you Putins, and all you Reagans, you Mugabes, you Beanie Man, you Westboro Baptist Church, you Bushidos, you Le Pens, hey you Putins, and all you Reagans, you Mugabes, you Beanie Man. Get your medication ready, I'm about to kiss my boyfriend. Shut up, haters, the infiltrators. Have you ever asked us what we think about your love life? Shut up, haters, the infiltrators. Have you ever asked us what we think about your love life? Shut up, haters, the infiltrators. Have you ever asked us what we think about your love life? Shut up, haters, the infiltrators. Have your medication ready, I'm about to kiss my boyfriend. Und nun wollen wir nochmal daran erinnern, dass dies eine Veranstaltung zur Berlinale ist. Her mit dem Preispaten für die Kategorie Bester Dokumentar- oder Essayfilm. Ja, wir kommen jetzt zur nächsten Auszeichnung am heutigen Abend und dafür bitte ich jetzt Preispate Teddy Preisträger und